Servus Leute, zurück zu Let's Play Traveler's Rest. Willkommen, willkommen, kommet ein und besaufet euch. So, ein neuer Tag, eine neue Quest und Neues zu tun. Wir wollen dieses Mal, na, vielleicht sind jetzt die Samen entwickelt. Außerdem habe ich ein bisschen vorbereitet beim letzten Mal, dass wir hier ein bisschen weiter uns ausbauen können. Schaut euch das alles an, schaut euch das alles an. Daran werden wir noch ein bisschen machen. Ist es jetzt erntebereit? Jawohl. Jawohl. Gönnung. Pflanze 10 Samen und ernte die Erzeugnisse, sobald sie fertig sind. Dafür haben wir eine Belohnung erhalten. Ja, das Gras haben wir auch weg. Aber wir haben neue Gäste. Ja, jetzt fehlt mir Gäste. Eine Mühle. Wohin kommt eine Mühle? Kommt so eine Mühle rein? Fragezeichen. Wahrscheinlich hier in die Küche, oder? Aha! Hervorragend. Was können wir jetzt hier machen? Wir können Gerstemehl herstellen. Wahrscheinlich sollen wir sowas auch machen, oder? Oh, wir haben keine Quests aktuell. Oh. Ich hoffe... Das hängt nur damit zusammen, weil wir noch kein Level-Up hatten. Die habe ich ja schon gestreichelt, nicht wahr? Weil sonst wäre es traurig. Okay, gönnen wir uns erstmal nochmal wieder ein bisschen Gerste. Weil wir wissen ja, Gerste ist worth. Ich habe ja nicht genügend Gerste. Dort unten sieht man ja noch ein bisschen mehr Gerste. Habe ich schon mal angebaut in der Zwischenzeit. So, was habe ich sonst noch hier in die Öfen rein? Ich habe hier Eisen rein, das kann man noch mehr tun. Mhm. Ein großes Holzfenster und ein Kohlestapel, tatsächlich, habe ich mir gebaut. Den Kohlestapel können wir doch direkt platzieren. Der geht nur hier. Halt. Style. Okay, entweder mit Stangen oder ohne Stangen. Aber mach mal ohne Stangen. Was bewirkt da dieser Kohlestapel? Achso, erstmal aus dem Baumodus raus. Ah ja. Das kostet jetzt ein Feuerenergie weniger. Heißt, auf lange Sicht sparen wir dadurch Energie. Hm, ich frage mich, wie viel so stackbar sind. Kann ich hier alles voller Kohlestapel machen und dann ist es am Ende kostenlos? Genauso hier. Soll ich hier die ganze Zeit lauter so Stapel machen und dann kriege ich hier massenhaft aus meinen Ressourcen raus? Das kann tatsächlich eine sinnvolle Wahrscheinlichkeit oder eine sinnvolle Tätigkeit sein. Genauso sinnvoll ist die Tätigkeit natürlich erstmal alles wieder hier zu schürfen. Wobei hauptsächlich Eisenerz und Kohle. Eigentlich brauchen wir das andere nicht. Ein Mörser. Hm. Zerbröselndes Objekt. Komfort gibt es ein bisschen. Dazu braucht man polierte Steine. Das ist... Machen wir mal. Ganz einfach. Wir haben genug davon. Kupfer brauchen wir nicht. Wir brauchen Kohle und Eisen. Dann gehen wir rein, platzieren dieses wunderschöne Fenster. Zusammen mit dem Mörser, aber wo... Der Mörser kommt denn in die... Ja, wohin kommt er eigentlich, der Mörser? Ich hätte den Mörser jetzt in die Küche gestellt, aber wenn es Komfort bedeutet, ist doch eher was für den Schankraum, oder? Müssen wir mal testen. Das kann aber ein bisschen dauern, weil wir kriegen bloß einen polierten Stein immer. Naja. Ich muss ja sowieso erstmal alles hier farmen. Dementsprechend passt es ja. Können wir gut nebenbei Aufträge verteilen. Hm, große Kohleadern. Sehr schön. Wäre auch sehr schön, wenn wir Upgrades für die Werkzeuge bekommen. Kommt bestimmt. Also immer wenn es ein Spiel gibt mit Kupfer und sonstigen Sachen, gibt es doch eigentlich auch sowas, wo man Sachen verbessern kann. Außer meine erbauten Sachen, die haben jetzt ein was schlechter gemacht. Ich habe jetzt keine Nägel mehr. Kaum noch Nägel mehr wahrscheinlich. Hm, blöd. Also ich sollte mehr von diesen Stapeln machen. Diese Stapel, genau den Kohlestapel gemacht. Aber hier sehe ich noch etwas, was ich noch gar nicht habe. Eine Schmiedebank. Tisch für die Schmiede. Ein Tisch für die Schmiede. Da kann ich dann vielleicht selbst Werkzeug herstellen oder Werkzeug verbessern.
Bisher wird mir aber nicht dazu geraten. Man braucht auf jeden Fall Eisenbleche dazu. Deswegen, das können wir auch mal testen. Und in die Richtung gehen. Aber irgendwann bin ich hier draußen am Limit. Also hier draußen geht es einfach nicht mehr weiter. Dann müssen wir einfach den Schankbetrieb auf Vordermann bringen und hier richtig geilen Stuff den Leuten geben. Aber dafür habe ich hier das Fenster zum Beispiel gemacht. Einfach um den Komfort zu erhöhen, damit wir uns auf jeden Fall mehr leisten können. Beziehungsweise die Leute glücklicher sind, mehr Ruf uns bringen. Ich hoffe ja, dass es sich umso mehr Komfort, umso mehr Ruf. Das ist so die Hoffnung. Was es zu testen gibt. Mehr gibt es hier nicht. Schade. Ich schaue mal schnell. Ein Gold ist viel Geld. Vielleicht haben wir hier ein paar Sachen. Bett. Was mache ich mit dem Beistell? Rustikal, ja, gut. Große Kiste. Abzusperren, aber warum sollten wir einen Bereich absperren? Wir haben noch nichts, um einen Bereich abzusperren. Oh, Moment. Steinmetzbank. Schmiedbank. Ja, selbst herstellen ist wahrscheinlich deutlich wertvoller. Oder sinnvoller. Deko. Deko ist vielleicht was Gutes. Banner der Weltraumpiraten. Hat ordentlich Komfort. Blumen. 5 Komp. Wir müssten eigentlich so... voller Buchstaben. Wir müssten herausfinden hier etwas. So Komfort-Geld-Ratio. Sowas braucht man. Das zum Beispiel ist 6,5 Silber... pro Komfort. Das da wäre 5,4 Silber pro Komfort. Die Blumen sind 7 Komfort pro... Das da, Busch für drinnen. 2,5 Silber pro Komfort. Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Dekorative Äxte. Dekorative Schild. Dekorative Rüstung. Die ist teuer. Weitere Teppiche. Eleganter blauer Teppich. Elegante Kerze. Ein Füller. Aha. Großes Fenster haben wir schon gemacht. Oh, das. Großes holzgerahmtes Gemälde. Das Problem ist, ich kann an den Seiten, glaube ich, nichts positionieren. Deswegen... Sachen zum Hinstellen sind wertvoll. Kerzenleuchter. Kerzenleuchter geben 5 Komfort. Die kann ich herstellen. Was brauche ich dazu? Jede Menge Eisen. Aber jede Menge Eisen habe ich. Naja. Ich kann alles voller Kerzenleuchter voll scheißen. So in etwa in der ganzen Stube. Das ist ja... Ja, also vollstellen natürlich. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Spammen war das richtige Wort, was ich eigentlich verwenden wollte. Ja, wir könnten hier alles voller Kerzenleuchter machen und dann, ja, GG. Also Komfort zum Maximum. Das ist das Ziel. Mit Kerzenleuchter. Kerzenleuchter an die Macht. Das ist die Devise heutzutage. Ey, jetzt ernsthaft. Ich werde das jetzt richtig pushen mit den Kerzenleuchtern. Moment, in der Zwischenzeit... ich mache nochmal einen Kerzenleuchter schnell da rein in die... ins Doing. Genau, Kerzenleuchter nochmal. Damit ich... Ja, ich brauche viele Kerzenleuchter. Die werden dann hier sehr, sehr... Kerzenleuchter kosten nichts, die kann ich überall herumstellen. Und ich kann sie dann einsammeln, wenn ich sie nicht mehr brauche. Hier geht hier irgendwas noch. Mir fehlt... beides. Bierhefe. Wie kann ich Bierhefe herstellen? Hier fehlt mir auch einiges. Gerstenmalz kann ich mittlerweile schon herstellen wieder. Wichtig ist aber auch... Maiseintopf. Das ginge zum Beispiel. Eine Suppe. Eine Maissuppe. Geht auch. Ich mache einfach mal Mehl. Ich habe keine Ahnung, was ich hiermit im Moment anfangen soll mit Mehl.
Und Bitterhopfen. Okay, ich habe noch Gerstenmalz eigentlich. Bitterhopfen bräuchte ich. Wo kriege ich Bitterhopfen? Ist das etwas, was ich kaufen müsste? Oder? Außerdem, ich habe in meinem Inventar. Habe ich noch ein Ale. Kann ich ja theoretisch kann ich das auch hier reinstecken, das Ale. Genau. Dann habe ich an zwei in das Bier. Hier habe ich irgendwas zu fooden. Nein. Ah, wir gehen mal raus. Wir müssen dann euch einen Kerzenleuchter in Auftrag geben. Und dann nachmittags öffnen wir wieder. Und dann schauen wir mal, ob diese ganzen Komfortsachen, die müssen wir natürlich auch einrichten, ob das was bringt. Also ich brauche, das nächste größere Ziel ist Leveln. Leveln. Deswegen so viel wie möglich an Komfort. Alles wird verbuddert für Komfort. So, das ist ganz gut. Das dauert ein bisschen. Und hinten wird Essen gemacht. Verschiedenstes Essen, damit ich unterschiedliche Sachen anbieten kann. Ich weiß nicht, ob das dann gut ist oder schlecht. Suppe, ja, Eintopf. Stärke, Gerste. Okay, den Eintopf kann ich verbessern mit Gerste. Machen wir mal. Probieren wir es einfach. Ich habe keine Ahnung, hier eine... Wenn ich Stärke einer Suppe hinzufüge oder im Eintopf, dann wird er eher dickflüssig. Ja, manche mögen dickere Suppen anstatt anderes. Ja, also von daher... Kann nicht schlecht sein. Aber muss nicht schlecht sein. So, wir haben jetzt schon 31 mehr Komfort. Wir haben schon gut Komfort da drin. Vielleicht... Ich will eigentlich nichts hier kaufen. Andererseits... Doch, will ich schon. Busch für drinnen. Gönnung. Ich habe neue... Gerstesamen habe ich neu bestellt. Weil habe ich mir gedacht, dann... Ja, das machen wir so. Genau. Habe ich mir nämlich gleich gedacht, hey, kann ich hier. Pflanzen geht übrigens super schnell im Vergleich zu allem anderen, weil da kann man rumklicken und der Cursor geht automatisch um einen herum. Das ist super. Also mit Gerste können wir auf jeden Fall schon mal viel anstellen. Schau mal, wie die Suppen ankommen mit Mais. Weil wenn das auch gut ist, dann muss ich mehr Mais anbauen. Und ganz ehrlich, das geht das Anbauen. Tatsächlich unkompliziert. Und vom Preis her ist es auch vollkommen okay. In meinen Augen zumindest. Ah, hier geht es ordentlich zur Sache. Wird fleißiger gemacht. Kann ich hier vielleicht noch was machen? Nee. Schmiedebank ist das nächste Ziel. Hier vielleicht. Nee. Was macht das? Wo du Produkte haltbarer machst. Gibt es hier eine Funktion, dass Sachen verfallen können? Nicht sehr groß. Für einsame Seelen. Naja. Also zu zweit ist man doch nicht einsam. Einsame Seelen gehen doch eher an einen Massentisch, oder? Da trifft man eher Leute oder so. Die Schmiede muss kochen. Die Schmieden Eisengards befeuert sie mit dem Holz des Waldes. Rodet den Wald, Urukai. Ah, jetzt haben wir kein Eisen mehr. Belastend. Ja, das mit den Ressourcen ist echt so eine knappe Sache. Also man wird hier nicht so richtig gepusht. Das dauert schon immer ein bisschen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einiges vorbereitet. Das kann geil werden. Als nächstes muss ich die Wälder wieder roden hier. Es sind alle Bäume fast schon wieder gewachsen. Am nächsten Tag sollte viel mehr gewachsen sein. Moment, ich muss mal was schauen. Baumodus? Diese eine Flasche. Nein, kann ich nicht versetzen. Das kann ich versetzen. Die setzen wir mal hier hin, weil... Ja. Und so. Wasser haben wir genug. Okay. Stein brauche ich jetzt nicht zwingend. Glaube ich zumindest.
Dann würde ich sagen, wenn wir den, wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr in Game. Wenn wir das da fertig haben, dann gehen wir rein und. Ah, ich bin im Baumodus noch. Genau, dann gehen wir rein und gestalten um, würde ich mal sagen. Baumodus 58. So, wir haben ein großes Fenster. Kann man das drehen? Drehen dreht sich aber nicht sehr viel. Okay, wie ich es mir gedacht habe, wir könnten. Wir müssen jetzt echt platzsparend vorgehen. Jeglicher Platz muss verwendet werden. So, dann machen wir den Kalender hier drüben hin. Der Leuchter muss hier schwinden. Das große Regal kann ja hier hin zum Zapfhahn. Dann kann ich hier ein großes Fenster daneben machen. Idealerweise auf dieselbe Höhe. Ah, ja, das sieht gut aus. Nein, wie komme ich an die Kerze hin? So. Ja. Das ist. Ich würde das einen Bug bezeichnen, eine Geisterkerze zu besitzen. Aber gut. Schade drum, die Kerze hätte ich dann wieder darauf stellen können. Aber wir haben andere Kerzen. Zu Genüge. Moment, was passiert, wenn ich raus und reingehe? Resettet sie sich dann? Nein. Das ist schon ein bisschen belastend dort oben, finde ich. Aber es macht nichts. Sehr viele Kerzenleuchter. Wir erleuchten hier jetzt alles. Und jeden. Und ich habe festgestellt, der Komfort verändert sich nicht. Was ist hier los? Jetzt hat er sich zwei? Ah ja. Ach ja, stimmt, ja. Wir haben ja gelernt, mehrere Gegenstände sind nur bedingt von Vorteil, beziehungsweise deren Effekt wird immer schwächer. 56 und mehr geben die nicht. Punkt. Interessant, da geht's, ne? Aber da geht's, warum? Tja, damit haben wir das schmerzhaft erlernt und wissen jetzt, tja, alles Mist. Naja, wenigstens wird's jetzt hier sehr hell. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das da. Komfort 10. Hallo, 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 hallo. Dich brauchen wir. Du kommst hier drüber. Ja, 66 Komfort. Ah, shit. Das ist belastend. Mega belastend. Habe ich vermasselt. Komm, den können wir auch mal irgendwo hinsetzen. Dahin draufsetzen. Es wird hell. Weil es dunkel draußen wurde. Und wie hell, das ist ja höllisch hell. Muss ich zugeben, ist mir ein bisschen zu hell. Das war das. Habe ich noch irgendwas? Nein. Bisschen belastend schon, oder? Ich finde, ein bisschen belastend ist es jetzt schon. Ah! Hilfe! ich bin noch im Baumodus. So, jetzt haben wir Mehl hergestellt. Können wir noch mehr machen? Können wir bestimmt irgendwann gebrauchen. Tja, das ist... Okay, du zählst als Gemüse Mais.
Mais ist ein Gemüse. Gemüse, Fleisch, Frucht. Gemüse. Eintopf. Malz. Malz haben wir zu Genüge. Na gut, dann gönnen wir uns noch ein bisschen. Lasset uns öffnen. Okay, dann brauche ich unterschiedlichste Komfortgegenstände. Oh, hört euch im Hintergrund, hm? Töne. So, ein Bier. Gerne doch, yeah. Hm? Hä? Wieso kann ich dir das... Oh! Was ist denn da der Unterschied? Dammit, was ist denn da der Unterschied und warum kann ich... Du willst das andere Bier. Ah, ich sehe gerade. Da oben links ist ein anderes Zeichen. Ah, das ist ja beschissen. Du willst das da. So, ja, hier müsste sauber gemacht werden. Da habt ihr vollkommen recht. Sorry. Aber zu viele Biere und so, ohne dass ich es wusste, sind einfach belastend. Und dann wird euch ist kalt. Stimmt. Ändern wir auch sofort. Ah, ja, jetzt sind sie zufrieden. Jetzt haben wir es. Jetzt sind wir erstmal wieder clear. Das hat mich jetzt verwundert. Ich wusste nicht, dass ich unterschiedliche hatte. Hey, hey, hey. Alles gut, alles gut. Okay. Okay. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Hier könnte man glatt vom Boden... Der will ein normales hier. Du willst was zu fooden. Oh, stimmt ja. Ich habe ja noch mehr zu fooden. Das ist mehr Geld und Rufverdienste. Allerdings gilt es nur für die Basisprodukte. Extra Zutaten werden nicht berücksichtigt. Okay. Okay. Das Zapfen dauert immer am längsten. Dafür brauche ich als erstes... Dammit, die Leute haben schon wieder ein großes Problem. Komm. Ich muss jetzt das sauber machen. Bier ist schlecht. Das dauert zu lang. Das kostet mich mehr Energie, als es wert ist. Es bringt sehr viel Geld, aber es ist aufwendig. Ohne Personal bringt es nichts, Bier herzustellen, finde ich. Aber mehr Essen ist gut. Das Blöde ist, man weiß halt nicht, ob man es schon sich versaut hat oder nicht. Weil die gehen dann alle mit... Schlecht. Ein Kultist, ja, ja. Ich weiß immer noch, was ich an meinem Bein dran habe. Hey Leute, ich kümmere mich doch um alles. Ihr habt doch alles bekommen und so. Seid doch gnädiger. Hinterlasst mir ein Like und ein Abo und hier in Google Maps auch eine Bewertung für mein Lokal. Ey, ganz ehrlich, ich spezialisiere mich auf Essen. Getränke, das ist mir zu lästig mit dem Zapfen. Mache ich lieber verschiedene Essensgerichte und dann ist es gut. Gibt's Gerstesuppe und Mais-Eintopf und endlich mal wieder ein Plus. Oh ja, jetzt beginnt's wieder. Ja, und auch wieder nicht. Ja, 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 was ist los? Okay, aber die haut ab. Na, besser als hier rumzupöbeln. Aber scheinbar ist das üblich bei dem Spiel, wenn man nichts mehr auf Lager hat, dann... Hat die Katze gerade irgendwas gemacht?
Habe ich gerade ein Miau gehört? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kriegt auch Punkte, was... Es gibt so einen unsichtbaren Score, wie schnell man jemanden bedient, wie sauber es über die Zeit war, in der jemand da war und so weiter und so fort. Ich glaube, dafür gibt es überall einen Score. Also Geld fließt auf jeden Fall. Da können wir auf jeden Fall in Komfortgegenstände, die ich nicht produzieren kann, investieren. In der Hoffnung, dass dann... Okay, erstmal normales Bier hier, normales Bier dort. Das war... Moment, du wolltest doch anderes Bier, oder? Leute, Leute, Leute. Alles gut. Warum bist du so grünlich? Oh, deswegen. Ich wundere mich, warum gibt es hier so einen komischen Sound? Weil es kalt ist. Essenstechnisch haben wir noch einiges vorrätig. Aber du willst kein Essen, du willst Bier. Kommt sofort her. Hier, bitte sehr. Oh, der Tisch ist... So, mehrere Biere. Ein letztes dieser Art. Davon haben wir noch einen Becher und du kriegst was zu essen. Natürlich, gerne doch. Ja, Bier gibt auf jeden Fall mehr Geld. Das stimmt schon, aber... Der Aufwand ist es halt nicht wert. Das ist das letzte für dich. Nein, das vorletzte. Du kriegst das letzte. Sehr gut. Puh, anstrengend. Ja, und die Leute mögen es nicht. Ich krieg zu viel Minus dafür. Oh, ich werd müde. Schluss für heute. Dammit. Schluss für heute, ich bin müde. Ich habe gut Geld gemacht, ich habe fast 2 Gold. Das ist viel für eine Wirtschaft. Ah, hab verschwindet. Ja, so sieht's aus. Oh, ich sollte immer sofort schließen, die haben ja bloß positiven Eindruck hier. Ja, geil. So, jetzt ab ins Bett. Okay. Wir haben wieder einiges geschafft, würde ich behaupten. Wir haben wieder einiges geschafft. Aber das mit dem Ruf ist knackig. Das ist richtig knackig. Und ich glaube, ich mache mir mit dem Bier keinen Gefallen bisher. Ich sollte voll auf Essen gehen. Essen läuft, würde ich sagen. Essen läuft. Das ist relativ simpel zu machen. Und naja... Außer Tee vielleicht. Tee wäre vielleicht eine Alternative. Tee muss man wahrscheinlich nicht zapfen. Dazu bräuchte ich aber Tee... Ah, dort unten. Das ist zum Beispiel fertig. Komm, jetzt farmen. Gerste, Gerste, Gerste. Sehr viel wunderbare Gerste. Daraus können wir viel Schleim machen. Schleim, das ist fein. Oh ja. Schrecklich, ich weiß. Passend zu Halloween, diese schreckliche Melodie. Oh boy, Halloween ist ja doch schon rum. Hm, Halloween ist so etwas, das sollte häufiger vorkommen. Oder beziehungsweise besser zelebriert werden. Ich sag's schon, ich sag's eigentlich zu jedem, der es nicht hören möchte. Ich bin der Meinung, Fasching kann man abschaffen. Ich bin absolut kein Fasching-Fan. Ich finde es einfach zu langweilig oder... Nervig, ja, jetzt habe ich ja massenweise Katzenleuchter. Eine Katze habe ich. Okay. Ich habe zu wenig Katzen jetzt. Weil eine. Ja. Keiner weiß, was mir da passiert ist. Jetzt habe ich auch zu viele Katzenleuchter. Ich kann sie nicht verkaufen, das ist schlecht. Ich würde gerne Sachen verkaufen können, das wäre geil. Ja. Gerne Fasching abschaffen und dafür vollends Halloween pushen. Das wäre mein Ding. Oh, stimmt, Busch. Ja, wir haben Buschs bekommen. Busche, Büsche. Sehr geil. Können wir hier einen Busch hinmachen. Das gibt schon mal 5. Hier ein Busch. Das gibt nochmal 2. Das gibt nochmal 1. Und die anderen 2 sind useless. Sehen aber schön aus, finde ich. Hm?
5, 2, 1. 8 Komfort. Ah ja. Das gibt 5. Wir kriegen mit Teppichen wahrscheinlich auch nochmal. Das nächste ist wieder. Wir gehen raus aus dem Baumodus und setzen wieder in Geld um. Was haben wir noch nicht, was Komfort bringt? Ein Beistelltisch, den haben wir schon. Dekoratives Fass. Wollte gerade sagen, das macht nichts, aber doch. Ein dekoratives Fass, das macht 5. Das nehmen wir. Wir nehmen einen Schrank. Voller hergestellten Werk kann man herstellen. Sachen, die ich herstellen kann, die brauche ich nicht unbedingt kaufen. Tja, das ist das Problem. Das sind alles Wandobjekte, die... wie viel Geld habe ich? Ja, komm, dann nehme ich das, das und das. Habe ich noch was? Ja, ich habe noch was für einen Teppich zum Beispiel. Oder eine elegante Kerze. Das Problem ist, ich habe nicht viel Wandfläche. Hergestellt in Amboss. Amboss? Oh, Moment. Hergestellt in Amboss? Ist meine Bestellliste jetzt noch vorhanden? Amboss? Aber ich kann es noch nicht herstellen. Oh, das kommt vielleicht erst später, wenn ich irgendwie Sachen freischalte. Vielleicht alles. Toll, jetzt ist alles wieder weg. Das dekorative Fass wollte ich. Und dekotechnisch die Äxte finde ich cool. Das... dekoratives Schwert. Dafür wäre ja das Geld. Elegante Kerze. Jetzt habe ich schon eine normale Kerze, glaube ich, bestellt. Füller gibt 3. Oh ja, das gibt halt 8. Naja, 8 5er Wert. Das ist 6,5er Wert. Aber das ist okay. Dann kann ich tatsächlich noch... Was könnte ich mir noch gönnen? Kaktus für drinnen. Oh, 2 Stück. Nehmen wir mal. Kohlebecken 1 hat schon 10 gegeben. Kuhschädel. Laterne. Lappen. Leuchtende Wand. Lilie für drinnen. Die ist was wert. Die gibt bestimmt auch was. Oh ja. Löwenbanner. Oh, hallo. Mörser. Den habe ich hergestellt. Stimmt, den habe ich gar nicht aufgestellt. Fällt mir gerade. Genie. Genie in der Lampe. 4. Das ist ein guter Value. Nehmen wir. Räuchergefäß. Nehmen wir. Pflanze für drin. 30. Kann ich mir nicht mehr leisten. Ein Sack. Nehmen wir. Spinnweben. Jawohl. Gönnung. Touch Teddybär. Was? Achso, das ist wahrscheinlich für mein Zimmer dann eher sowas. Vogelscheuche. Wofür brauche ich eine Vogelscheuche? Zerfranstes Banner. Wandkalender. Vase. Vase passt auch noch in den Korb. Oh, okay. Haben wir gut geshoppt. Haben wir gut eingekauft. Also, das ist... Jetzt warte ich auf den Amazon Express. Das fehlt noch. Der Amazon Express soll bitte auch noch... Wir nehmen diesmal... Ich habe dort unten 40, 50 Plätze, oder? 1, 2, 3, 5, 10 rein. 10er rein, ja. 50 Plätze. Also, pflanzen wir mal an. 10 Weizen. 10 Roggen, nehme ich. 20 Mais. 30 Mais, damit ich die Suppe machen kann. Kostet 1,90. Ist okay. Gönnung. Ja, shoppen muss man halt auch mal können. Ah, jetzt wird die Folge schon wieder so lang. Habe ich nicht extra gesagt, ja, wir machen immer so lange Folgen, aber jetzt ist es schon wieder so lang. Und ich muss jetzt farmen. Farmen. Ja, ich würde sagen,
ich mache das jetzt, ich farme jetzt, ich werde wahrscheinlich auch die Wälder wieder roden, das wird der heutige Tag hier in-game. Werde mich dann, ohne dass irgendwas weiter passiert, zur Ruhe betten. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier mehr in Deko setzen. Dann werden wir mal richtig hier ham gehen in der Wirtschaft. Nachdem ich jetzt gelernt habe, oder das Tutorial hat es mir eigentlich beigebracht, ich habe es bloß wieder vergessen. Nachdem ich gehört habe oder gemerkt habe, ja, mehr bringt nichts, werden wir jetzt einfach mal mehr Unterschiedliches machen. Und das bringt dann wieder was. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf und hofft auch darauf, genauso wie ich, dass es dann im Ruf endlich vorangeht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.